Ich denke schon, der Thurgau darf auch ein bisschen stolz sein auf das, was die vielen Leute hier machen. Ich glaube, es dürfte auch noch viel mehr sein. Es sind vielleicht 400, 500 oder 1000 Leute, die lässiges Zeug bewegen im Thurgau, aber wenigstens, dass man die 100 mal ein bisschen auszeichnet, würdigt. Und es sind ja immer wieder ein bisschen verschiedene Leute, es sind nicht immer die gleichen. Das finde ich total toll. Man lernt wieder Leute kennen. Ich finde das sehr schön. Zum Promi-Anlass, passt das zum Thurgau? Sicher, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben immer das Gefühl, das Leben läuft in Zürich, in Bern, in Genf oder weiss nicht wo. Hey, wir Thurgau, wir haben einen drauf. Wir haben ganz viele Sachen, die wir uns nicht schämen müssen, die wir uns zeigen dürfen, und zwar mit breiter Brust. Ja, ich finde es immer wieder einen speziellen Anlass und habe mich auch gefreut, als ich die Einladung bekommen habe. Ich habe mich auch sofort angemeldet. Und es ist immer wieder spannend, wieder da die verschiedenen Persönlichkeiten können zu treffen, die man sonst eigentlich unter einem Jahr nicht so sieht. Und darum bin ich gerne hier angekommen. Der Thurgau ist speziell und das ist ein wunderbarer Anlass. Ich bin immer dabei, also bin immer im Buch hinein wie euch. Bin natürlich sehr geehrt. Und immer in die Hand komme ich. Ja, ich habe mich fast ein bisschen zwingen zum Kommen heute Abend. Eben, man hat das Kapitel wie abgeschlossen, aber ja, wenn die Einladung kommt von der Thurgauer Zeitung, dann ist man natürlich vor Ort. Ja. Man kann sich ja darüber unterhalten, wegen dem HSU, was das für ein Format ist. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass im Thurgau auch etwas läuft. Wir haben das Theaterhaus, wir haben das HSU. Und das ist wichtig. Darum finde ich es ein super Anlass. Trifft sich der Thurgau, macht etwas, dann läuft auch etwas in dem Kanton. Heute ist ja Gefahr, dass alles zentralisiert wird. Darum gratuliere Thurgauer Zeitung, machen da gut. Ich habe immer ein bisschen Mühe, weil ich bin nicht so gut im Socialize. Aber ich finde es schön, gibt es so etwas, wo das, was Thurgauerinnen und Thurgauer machen, so gefeiert wird. Ich finde das mega wichtig für unseren Kanton. Ich habe hier geheiratet, das ist ein schöner Saal und den Anlass finde ich sensationell. Also ich bin seit dem ersten HSU bin ich da mit dabei, nicht freiwillig, also schon freiwillig, aber ich bin immer wieder gewählt worden. Freue mich außerordentlich und ich hoffe noch auf die nächsten 20 Jahre. Du hast mal gesagt, du kommst eigentlich nicht mehr, weil nicht einmal du der Thurgauer des Jahres bist. Ist immer noch nicht so weit, aber trotzdem noch da. Warum? Ja, ich finde es eigentlich komisch, dass ich nie gewählt worden bin. Also, als ich Moderator geworden bin vom Samstagjazz und am gleichen Tag, als ich meine erste Samstagjazz-Sendung hatte, ist noch mein Sohn, der David, auf die Welt gekommen und ich bin wieder nicht Thurgauer des Jahres geworden. Und dann dachte ich, also mehr kann ich nicht machen. Ein Kind und die älteste Unterhaltungssendung von Europa übernehmen, also mehr geht nicht. Aber jetzt gehe ich zu Blick TV und jetzt lange es hoffentlich nächstes Jahr. Du hast einmal die Ehre gehabt, Thurgauerin des Jahres zu sein. Wie sind denn auch die Reaktionen ausgefallen? Von den Leuten hat es Reaktionen gegeben? Ja, natürlich. Also ich glaube, Thurgauerin des Jahres, das ist der Titel, wo ich bei den meisten Interviews immer noch darauf angesprochen werde. Das ist sehr lustig. Also vor allem auch außerhalb vom Thurgau, wo alle sagen, ah, Thurgauerin des Jahres, was kommt mir denn da alles über? 100'000 Franken, ein lebenslanges Konto bei Möhl für Süssmost. Es ist wirklich sehr lustig und sehr herzig. Der Anlass hier, gefällt er dir? Ich sehe da so viele Leute, die ich sonst fast nie gesehen habe. Jetzt mal abgesehen vom Reto Gero. Und das ist einfach auch toll. Also mir ist sowieso die Verbindung zum Thurgau immer noch wichtig. Und da eben sind quasi alle auf einem Haufen. Es ist ein bisschen wie wenn man selber heiratet. Man kommt leider nicht dazu, um mit allen zu reden.